Hallo meine Lieben, hier ist mal wieder, schon wieder und immer wieder Sabine. Ja, ich schäme mich jetzt ja eigentlich seit über 20 Jahren für unsere Regierung, die letzten 2 Jahre besonders und die letzten 2 Wochen habe ich jetzt eigentlich gar keine Worte mehr dafür, wie sehr ich mich schäme. Es wurde jetzt ja in der UN abgestimmt, ob es einen Waffenstillstand geben soll für Gaza. Und unsere Regierung hat sich enthalten. Also unsere Regierung weiß nicht, ob sie weiterhin in Israel bedingungslos unterstützen will in ihrer Selbstverteidigung gegen die Menschen in Gaza. Also damit, dass dort alles plattgebombt wird, dass dort die Hälfte der Bevölkerung, die unter 18 ist, also Kinder, quasi drangsaliert und vielleicht sogar ausgelöscht wird. Unsere Regierung weiß es nicht. Also sie weiß es nicht. Also sie sagt dazu einfach nichts. Nicht? Also Frau Baerbock zum Beispiel, die ja mal angetreten ist damals vor 2 Jahren zur Wahl mit keine Waffen in Kriegsgebiete, nicht? Hat sich ja sehr schnell sehr auf die andere Seite sozusagen verabschiedet und ihre feministische Außenpolitik müsste mir denn auch mal jemand erklären. Feministische Außenpolitik wird mir für mich bedeuten, dass man sich für Frauen und Kinder einsetzt. Und das sind ja die, die im großen Teil dort in Gaza jetzt leben. Nicht? Aber nichtsdestotrotz hat ja, wie gesagt, Israel das Recht zur Selbstverteidigung. Selbstverteidigung ist für mich immer so, irgendeiner kommt, greift mich an und ich schieße ihn dann vielleicht über den Haufen. Selbst da müsste ich ja vor Gericht dann noch erklären, warum musste ich ihn gleich über den Haufen schießen? Wäre es nicht irgendwie anders gegangen? Hätte ich mich anders wehren können oder das Ganze zur Deeskalation bringen? Aber wie gesagt, das ist dann die Selbstverteidigung, dass ich ihn über den Haufen schießen darf im Endeffekt. Aber es ist keine Selbstverteidigung, wenn ich in seine Wohnung gehe und seine ganze Familie über den Haufen schieße. Oder würdet ihr Selbstverteidigung nennen? Also ich nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt so, wie es ist. Trotzdem ist es mit der Hamas ein absolut verabscheuungswürdiger Angriff natürlich. Dieser Terroranschlag war schlimm, war furchtbar. Ich habe darüber aber auch schon in einem meiner Videos, in dem Wollt ihr uns verarschen Video zum Schluss etwas berichtet. Das Video hatte innerhalb von 12 Stunden 60.000 Klicks und dann hat es einen Shadowban bekommen. Und seitdem dümpelt es dann auch so ja, bei 60.000 Klicks vor sich hin. Wahrscheinlich war ein bisschen zu viel Wahrheit drin. Zu diesem Anschlag der Hamas hat eine israelische Freundin mir auch gesagt, es war abzusehen, dass sowas passieren würde. Nicht? Und wenn man sich zum Beispiel in Israel auch zu dieser ganzen Problematik vorab schon irgendwie mal geäußert hat, also gesagt hat, sie finden das nicht gut, wie das mit den Palästinensern läuft, wie die drangsaliert werden, wie die unterdrückt werden und so weiter, dann ist man ein Self-Hater. Also man hasst sich selber, wenn man sich für andere einsetzt und der Meinung ist, die sollten nicht unterdrückt werden. Nicht? Also das ist auch schon wieder, sehr schräg, oder? Findet ihr es nicht schräg, dass man sich selbst hasst, wenn man sich für andere einsetzt? Aber wie gesagt, es ist ja nicht nur krass, dass unsere Regierung jetzt sich sozusagen enthalten hat der ganzen Sache, als wenn sie irgendwas nicht wissen, wegen wahrscheinlich unserer historischen Schuld. Nicht? Also unsere historische Schuld beruht ja darauf, dass wir eine Geschichte haben. Und diese Geschichte ist ziemlich lange her. Und ich persönlich habe mit dieser Geschichte an sich nichts zu tun. Ich lebe in Deutschland und habe einen deutschen Pass, aber das war es auch schon. Ich habe keine Verantwortung für das, was damals geschehen ist. Ich war da nicht geboren. Meine Mutter war da noch ein Teenie, mein Vater war Türke, ist immer noch Türke, und lebte in der Türkei. Und ich war da noch nicht geboren. Ich habe dafür keine Verantwortung. Ich habe die Verantwortung dafür, dass sowas nicht wieder passiert. Und diese Verantwortung hat jeder von uns und bei vielen Dingen. Und da geht es halt darum, nicht daneben zu stehen und zuzugucken, wenn sowas passiert. Und hinterher wieder zu sagen, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Es passiert deshalb, weil du daneben stehst und einfach nichts tust und nichts sagst. Das ist unsere Verantwortung, dass sowas nicht wieder passiert. Und nicht daneben zu stehen, während es passiert und sich hinterher zu wundern. Das ist die Sache. Und das ist ja schon alles verrückt genug. Nicht? Aber dann muss man mal gucken, wer gegen diese Waffenruhe gestimmt hat. Also Israel, Amerika, ist ja klar. Nicht? Aber dann Paraguay, Österreich, Kroatien, Ungarn. Sei dahingestellt. Nicht? Aber richtig verrückt finde ich dann ja, wer noch dagegen gestimmt hat. Mikronesien, Fidschi-Inseln, Marshall-Inseln, Nauru, Tonga und Papua-Neuguinea. Man fragt, was für Aktien haben die da in diesem Gebiet? Was geht dir das eigentlich an? Klar, es ist UN und jeder hat eine Stimme und man darf abstimmen, aber ist doch trotzdem abstrus, dass die sich dann gegen eine Waffenruhe einsetzen. Ja, aber warum wohl nicht? Die Amerikaner haben gerade ihre Verträge da verlängert für ihre Militärbasen. Ja, Geld regiert die Welt, nicht? Geld und Gier regiert die Welt, hat meine Mutter einmal gesagt. Und das stimmt. Und wegen dieses ganzen Unrechts werde ich jedenfalls nicht meinen Mund halten. Ich werde dagegen etwas sagen, ob es irgendwem passt oder nicht. Weil Unrecht ist Unrecht und bleibt Unrecht. Egal von wem gegen wen. Letztens habe ich sogar gelesen, irgendwie, ja, das ist im Zweiten Weltkrieg ja auch passiert und deshalb was? Das war im Zweiten Weltkrieg genauso. Klar, die Einwohner von Dresden wurden einfach nur, die sollten einfach plattgebombt werden, um ihren Willen zu brechen. Und das ist das Gleiche da. Das hat nichts zu tun mit irgendwie einen Krieg gewinnen oder militärische Ziele angreifen oder sonst was. Und das irgendwie dann miteinander in Verbindung zu bringen, und das, ist das jetzt irgendwie in Ordnung oder was? Welches krude Hirn kann so überhaupt denken?
Also ich werde, wie gesagt, werde nicht still sein und ich weiß, dass ganz viele andere auch nicht still sein werden. Und wir müssen einfach, wenn wir Unrecht sehen, was dazu sagen. Anders geht's nicht. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag, ihr Lieben, und macht's gut.